Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. So. So, jetzt muss ich gerade mal kurz meine neue Mod ausprobieren. Ist ja. Ah, guck mal an. Konfiguriere Lager. Und reite. Es gibt nur eine kleine Sache, die gefällt mir nicht. Und zwar, dass das als Schrei geführt wird. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Run. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wo denn jetzt mein neuer Schrei ist. Das ist der Wirbelwindsprint. Das ist die unerbitterliche Macht. Dann habe ich schon drei. Hier, Feueratem. Davon habe ich auch schon zwei Worte. Feuer und Inferno. So, jetzt will ich gerade mal kurz noch was überprüfen. Bevor wir das machen, will ich gerade mal kurz was überprüfen. Und zwar folgendes. Lagerstille Monde reisen. Dort müsste auf dem Tisch ein Zauberbuch liegen, mit dem man Mineralien umwandeln kann. Ich hoffe, dass ich das Zauberbuch nicht schon mitgenommen habe und ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Lass mein Pferd in Ruhe. Und genau wegen solchen Sachen geht mein Pferd rauf. Solche Sachen geht mein Pferd wahrscheinlich drauf. Die Weißen sollen euch holen. Ich kann euch.
Es ist ja echt schön, dass mein Pferd mir helfen will, aber es ist keine große Hilfe. Wo waren die denn? Da liegen sie. Die zwei habe ich mit einem Schlag weggehauen. Okay, hier ist eine Schmiede. Aber hier ist nicht. Jetzt müsste, also hier müsste es noch. Ist da nicht auch irgendwo ein Eingang oder sowas? Ich bin aber schon richtig, oder? Stille Monde. Ja. Ja, hier gibt es einen Eingang. Weil da drin müsste dieses Buch sein, das ich haben will. Und ich hoffe gerade echt, dass ich das nicht verkauft habe. Also ich hoffe wirklich, dass ich es habe liegen lassen. In meiner Unwissenheit damals noch, ne? Ansonsten muss ich mal meine Videos durchgucken. Von dem kann ich nur noch neu viel. Ah, ne. Ich hab grad gedacht, von dem Typ ist nur noch ein Häufchen Asche übrig. Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold ausrücken. Aber hat er zu. Ist da jemand? Ne, hier bin nur ich. Nur ich, total ungefährlich. Solange ihr mir nichts tut, tue ich euch halt auch nichts, ne? Und wenn ihr halt angreift, dann schlage ich zurück. Und ich bin viel stärker als ihr. Muss man dazu doch sagen. Leeres Fass. Fast was drin. Ich muss gerade mal kurz zurückgehen. Nicht, dass ich hier was übersehe oder so. Nee, nichts übersehen. Okay, gut. Dann gehen wir weiter.
Zaubertrank der zusätzlichen Magika. Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich bin echt falsch. Es soll auf einem Tisch neben einem Bett stehen. Beziehungsweise Schlafsack. Hier gibt es kein Problem. Hier gibt es keine. Doch, hier gibt es Schlafsäcke. Hier gibt's Schlafsäcke. Aber dieser besagte Tisch. War es dieser Tisch? Oder sollte es hier liegen? Ich weiß es echt nicht mehr. War es überhaupt an der Stelle? Nee, ich glaube nicht. Das ist jetzt verhältnismäßig doof. Ich meine, Silent Moon Camp. Also stille Monde. Wenn ich hier rausgehe, komme ich gleich wieder im Ding raus. In den Himmelsrand. Von dem her, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier überhaupt richtig bin. Merle, komm her. Muss ich nach der Folge abklären. Vielleicht sollte ich mir auch dann mal Videos anschauen, wo es genauer gezeigt wird. Ach, da unten, bei Riften. Genau. Dann gehen wir nämlich jetzt zur Kernholzmühle. Ich bin natürlich auch zu drehen, was macht, aber wir gehen jetzt zur Kernholzmühle. Dann kann ich mein Pferdchen rufen. Aber eigentlich sollte mein Pferd ja mitkommen. Eigentlich. Beim Teleport. Ist ja auch hier mitgekommen, ne? Ja. Da ist beim Pferdchen. Apropos Pferdchen. Gleich hin. Gucken wir auf das Lager. Was steht da eigentlich drin? Trifft mich beim Schrein von Talos. Okay. Ja, das machen wir dann, wenn wir hier fertig sind.
Suche das Vertreibe Abgeschwader aus der Kolkspiele. Töte Nime, die Vergiftete in Nukchanzel. Oder Chuanzel. Erkunde die Halle der Toten. Bringe Türkes Kriegshorn. Bringe das Kriegshorn von Elisif, der Liebreizenden, zum Schrein von Talos. Ja. Das heißt, wenn ich zum Schrein von Talos muss, kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Pferdchen, ich lass dich mal hier. Du bleibst hier. Avenzell entdeckt. Wollte ja unbedingt das Lexikon abgeben. Und bin deshalb hierher gekommen. Allerdings vermute ich mal, dass es sich hierbei um Dinge handelt. Um Zwerge. Weil hier ist ein Rohr, da kommt heiße Luft raus. Von dem her denke ich mal wirklich, dass es hier Zwerge... Wie heißen die Zwerge nochmal? Dwemer? Dass es sich hierbei um eine Zwergending handelt. Ah, guck mal an. Ich kann hier Sachen sammeln. Och, fickt euch doch. Mir gefällt es hier nicht. Mir ist, als würden wir beobachtet. Das ist ein Kinderspiel drin. Wir gehen rein, stehlen das Lexikon und gehen wieder. Immer ruhig bleiben. Wenn ihr beiden das nicht hinbekommt, können wir auch andere anheuern. Genug. Ihre Dienste werden mehr als ausreichend sein. Lasst uns fortfahren. Sind es Schatten von dem, was war? Könnte sein, ne? Dass es hier Schatten waren von dem, was war. Ich habe sie zuerst für Feuerandronachen gehalten. Ah! Guck an! Das sind mechanische Spinnen. Eisen. Ich finde das echt gerade hart. Ich hoffe nur, dass ich nicht noch schlimmere, Maschinen finde. Das wäre nämlich gar nicht cool.
ist unglaublich. In der Tat. Avanchensel ist ebenso Bibliothek wie Stadt. Erbaut als Aufbewahrungsort für die schier unendlichen Erinnerungen der Dwemer. Eine doppelte Tür. Ich weiß nicht, ob ich das auch gut finde. Aber geil! Irgendwie gefällt mir das nicht. Schreck von den Teilen. Gut, dann speichere ich mal so zwischendurch, ne? Weil das ist nicht mehr feierlich, was hier abgeht. Okay. Es ist scheinbar gar nicht so schlimm hier drin. Aber ich erschrecke mich irgendwie jedes Mal, wenn mir so ein Teil vor die Füße springt. Nicht erschrecken lassen. Lol, das ist eine Truhe. Guck an. Was habe ich da gerade bekommen? Irgendeine Rolle?
Ah. Also, weil das jetzt zwei Spinnen waren, habe ich meine Magika komplett verbraucht. Und da ist wieder was, was angreift. Magika dagegen nehmen. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass da so komische, so irgendwelche Fäden da lang fahren. Ach, da geht's runter. Ach, eine Spinne. Wo ist sie? Wobei ich glaube ja nicht, dass die Spinne für mich gefährlich gewesen wäre. Das war ja eine Arbeiterspinne. Aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht die Rückkehr der Dreamer. Vielleicht das Ende der Welt. Am besten erledigen wir die, die wir sehen. Nur um sicher zu gehen. Magika-Trank und also diese Dinger haben sie weggeräumt. Das hört sich doch schon mal positiv an, oder? Was für ein Teil?
Dingern, ey. Schon am Ende, dass ich diese Dinger hasse? Falls nicht, habe ich es jetzt erwähnt. Ob das Dreh-Mach-Scheiß viel wert ist. So kann es manchmal gehen. Ihr braucht etwas? Dieser Ort ist riesig. Wirklich groß, ja. Ich war mir weder der Größe von Avanchensel noch der Zeit bewusst, die wir zum Finden des Eingangs benötigen würden. Ein paar Stunden Schlaf, dann sollten wir es bis zum Ende durchziehen können. Vielleicht sollten wir umkehren. Ich möchte hier nicht übernachten. Rennen! Ihr versteht doch, dass das Lexikon tief unten an diesem Ort Jahrhunderte an gesammelten Erinnerungen der Dwemer enthält. Ganz zu schweigen von unserer Bezahlung. Und? Also kehren wir nicht um, Dummkopf. Außerdem habt ihr doch keine Angst vor ein paar schlafenden Metallmännern, oder Drennen? Wir haben hier übernachtet. Und ich glaube, das müssen wir auch tun. Weil es könnte unter Umständen noch ziemlich lange dauern. Wenn man das halt hört, was die sagen, dann kann man wirklich... Ja, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass es noch etwas länger dauert. Von dem her sage ich danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Es hat bei mir schon auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, Leute.